Guten Morgen. Die Frage, die uns heute beschäftigen soll, ist die Frage nach einem erfolgreichen und glücklichen Leben. Was ist ein erfolgreiches Leben? Wir haben in unserer Kindheit gelernt, was unsere Eltern als erfolgreiches Leben ansehen. Wir haben durch die Schule, durch unser Umfeld und auch durch unsere Freunde kennengelernt, was diese unter einem erfolgreichen Leben verstehen. Dabei werden hier in unserer Gesellschaft eigentlich immer wieder dieselben Dinge genannt. Und auch weitergegeben, die wir alle auch in uns tragen. Und bei vielen dieser Dinge stimmen wir intuitiv sofort zu, dass diese auf jeden Fall ein erfolgreiches und glückliches Leben darstellen. Eine gute Arbeit, viel Geld, eine tolle Wohnung, schönes Auto oder überhaupt erstmal ein Auto. In den Beziehungen natürlich, das bedeutet für viele Erfolg und Glück und wir sind total deprimiert, wenn wir keine Beziehung haben, weil alle um uns herum haben ja vielleicht eine Beziehung und so weiter und fühlen uns dann unwohl. Und ja, natürlich, Beziehung ist ein erfolgreiches Leben. Ja. Für viele bedeutet es auch ein Kind zu haben oder mehrere. Oder auch fremde Länder bereisen zu können, also in den Urlaub zu fliegen. Mode, natürlich. Gut aussehen, hübsch zu sein oder eben stilvoll. Aber auch gut im Sport zu sein. Schaut mal auf YouTube die ganzen Fitnesskanäle. Das sind erfolgreiche Menschen, Künstler, besonders musisch zu sein oder viel zu wissen, überall mitreden zu können, Experte zu sein in der Politik, so wie ich zum Beispiel, oder in der Wissenschaft oder besonders witzig oder humorvoll zu sein, sarkastisch, so dass andere Menschen uns gerne zuhören. Generell berühmt zu sein, das sind alles Dinge, die für viele Menschen Erfolg und auch damit Glück bedeuten. Das haben wir gelernt und das hat sich auch in unserem Gehirn eingebrannt. Das sind die neurologischen Netze. Befolgen wir dies und erreichen wir dies, sind wir erfolgreich. Und wenn nicht, dann sind wir unglücklich, weil eben nicht erfolgreich. Doch was wichtig wäre, ist, dass jeder einmal für sich selbst in Ruhe diese Liste, die wir jetzt genannt haben, mal abgeht und sich dann Punkt für Punkt Zeit nimmt zu beobachten und ich sage bewusst zu beobachten und nicht nachzudenken, ob diese Punkte dann eben wirklich für ihn Erfolg bedeuten. Was spürt man dabei, wenn man ehrlich zu sich ist und, ja, und auf sich schaut, wie man sich fühlt. Eventuell kann man auch seine Erfahrungen mit anderen Menschen da einfließen lassen. Da wird man sicher an der einen oder anderen Stelle feststellen, dass dieser Mensch erfolgreich ist, aber sich nicht erfolgreich fühlt. Schaut mal in eurem Freundeskreis. Da gibt's bestimmt jemanden, der objektiv gesehen in irgendeiner Sache, die wir genannt haben, erfolgreich ist, aber trotzdem nicht glücklich damit ist. Es ist wichtig, sich selber zu fragen und selber für sich die Antworten zu geben. Wenn wir das nicht tun, dann übernehmen wir im Endeffekt nur die Überzeugung unserer Eltern, unseres Umfeldes, wo wir aufgewachsen sind und in dem wir uns befinden. Dann leben wir ein Leben, wovon andere Menschen denken, dass es uns glücklich und erfolgreich machen sollte, aber uns eventuell gar nicht glücklich und erfolgreich macht. Da ist es so, ja, bedeutsam, dass wir uns selber wirklich klar machen, was uns glücklich macht. Und da werden wir, wenn wir ehrlich sind und ja, in Ruhe diese Liste abgehen, Dinge finden, die sich davon unterscheiden, von dem, was unsere Eltern als erfolgreich bezeichnen, von dem, was auch unser Umfeld, unsere Freunde als glückselig machend einschätzt. Und dann kommt natürlich ja, bei uns die Unsicherheit und man weiß jetzt gar nicht so richtig, ja, ja, was richtig ist. Aber es gibt kein objektives Richtig. Es gibt nur das, was du für richtig hältst und was dein Gefühl sagt. Das ist das einzige Richtige. Und das ist auch das einzige Richtig, was du kennst und was du fühlst. Das kann eines der angsteinflößendsten Dinge überhaupt sein, nicht akzeptiert zu werden, weil man anders ist, weil man anders denkt und weil man anders fühlt. Daher geben wir uns ja oft, dass wir unser eigenes Denken aufgeben und ja, und das, was die Gesellschaft denkt, dass wir uns ein bisschen danach richten, ja, wie man erfolgreich und glücklich ist. Und dann handeln wir nach diesen Maßstäben und wundern uns, warum wir in uns so eine Unzufriedenheit spüren. Etwas, was nicht gefüllt ist. Etwas Leeres. Irgendwie so eine Sinnlosigkeit. Aber genau an diesen Punkten, wo du anders denkst, musst du dich dieser Angst stellen. Weil du hast gut darüber nachgedacht. Du hast dir selber dafür Zeit genommen, du hast dich beobachtet und
um für dich auch das Richtige herauszufinden. Und dann musst du Menschen suchen, Menschen finden, ein Umfeld finden, das ebenso wie genau du denkt und auch so fühlt wie du. Die Welt ist so groß und egal wie unkonventionell deine Ansichten von Erfolg auch sein mögen, es wird immer Menschen geben, die genauso krank sind wie du. Es wird immer Menschen geben, mit denen du das teilen kannst. Und dank des Internets ist es heute so einfach wie nie zuvor, diese Menschen auch zu finden. Und dann lasst euch von diesen Menschen auch unterstützen und unterstützt diese Menschen ebenso. Ja, wenn du in deinem Umfeld einfach nur bleibst und du erfüllst dann diese Anforderungen eben an den Erfolg nicht, die dein Umfeld definiert. Du hast keinen tollen Job oder überhaupt keinen Job, keine Beziehung, du hast keine Kinder, du hast keine tolle Wohnung und auch nicht das Geld, um dir die Dinge zu kaufen, die du gerne möchtest. Dann wird dein Umfeld reagieren und sagt, oh, das ist schon echt schlimm. Mensch, das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Weil du willst die Dinge und andere denken, du solltest die Dinge haben und du kannst sie dir nicht leisten oder bekommst das irgendeinen anderen im Grunde nicht, jetzt eine Beziehung. Ja, und dann geht das auch alles irgendwie auf unsere Anerkennung und was denken meine Freunde von mir, was denkt die Familie, was denkt die Gesellschaft, insbesondere die Eltern. Ich habe die Dinge nicht, die meine Eltern gesagt haben, dass ich sie brauche. Meine Eltern müssen denken, ich bin ein totaler Versager. Also muss ich denken, dass ich ein Versager bin, weil ich habe ja bisher auch immer das übernommen, was meine Eltern, was mein Umfeld und was die Gesellschaft denkt. Das wäre dann die Logik. Das ist aber alles so künstlich und das ist so weit weg und das erkennt ihr ja, denke ich auch, vom natürlichen Sein. Letztlich bedeutet es nichts weniger als, ich bin das, was die Gesellschaft denkt, was ich zu sein hätte. Das ist so krank, das fühlt sich auch so falsch an. Aber warum handeln wir oft danach? Weil wir eben nicht wirklich darüber nachgedacht haben. Denn wenn wir darüber nachgedacht hätten, dann würden wir nicht nach Dingen streben, die wir überhaupt nicht brauchen. Daher ist es so wichtig, darüber nachzudenken, ob die Dinge Sinn machen, die wir tun. Ob das wirklich alles einen Sinn macht. Und nicht einfach blind irgendwelchen Zielen hinterher zu rennen, nur weil andere Menschen davon überzeugt sind, dass diese Dinge uns glücklich machen. Wenn zum Beispiel die Gesellschaft denkt, du solltest Geld haben, das ist immer ein gutes Beispiel. So, du solltest Geld haben, aber du hast kein Geld. Woher soll dann dein Selbstvertrauen kommen? Du denkst, ich bin ein Versager und das ist überhaupt nicht notwendig. Weil du möchtest nur glücklich sein. Du möchtest glücklich sein. Jeder Mensch möchte glücklich sein. Aber das Glücklichsein kommt nicht von außen. Das wahre Glücklichsein kommt nicht von außen, von anderen Menschen oder von der Gesellschaft. Sondern das Glück, was du wirklich brauchst, das kommt aus dir selber heraus. Und das nährt dich und das macht wirklich glücklich. Das ist kein Label oder keine Sache, die man in irgendeiner Weise abarbeiten kann. Das ist dann wirklich das wahre Glück, wenn es von euch herauskommt. Dann spürt ihr nicht mehr die Leere in euch, die Sinnlosigkeit des Seins, sondern ihr spürt, dass ihr im Jetzt lebt und dass ihr einen Sinn habt. Und ihr spürt auch, dass ihr keinen davon überzeugen müsst, wie erfolgreich ihr seid oder wie glücklich ihr euch fühlt. Ihr seid es einfach und entsprechend habt ihr dann auch euren Weg gefunden. Denkt darüber nach und lasst euch diese Gedanken mal in aller Ruhe durch den Kopf gehen und wenn ihr Freunde habt, wo ihr auch erkennt, dass derjenige ja nicht wirklich so glücklich ist und auch nur Dingen hinterher rennt, die er durch seine Familie und durch sein Umfeld gesagt bekommt, dann teilt dieses Video und auch diese Ideen. Gebt den Menschen etwas Hoffnung und wirklich auch den Mut, sich selbst kennenzulernen und wirklich sich selbst auch zu sein. Ja. Das soll es für heute mal wieder gewesen sein. Ich wünsche euch einen wundervollen, selbstbestimmten Tag und ich hoffe, ihr konntet euch aus diesem Video für euch was mitnehmen und würde mich freuen über eure Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt, was eure Erfahrungen sind. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.